Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel Digitalisierung in der Hospitality durch Service Automation. Ich freue mich sehr über die rege Teilnahme, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, und das zeigt auch ein Stück weit, wie wichtig die Thematik für die Hospitality gerade in diesen unseren Zeiten ist. Wir möchten mit dem heutigen Thema in erster Linie natürlich die Service Provider für die Hotellerie ansprechen, aber auch Hotels und Hotelsketten, die selbst eine Digitalisierungsplattform einführen möchten. Gut, schauen wir uns vielleicht mal die Agenda an, die für heute und für diese Session geplant ist. Es startet mit Herausforderungen für Service Provider und Technologieanbieter. Das würde ich gerne so machen, dass wir dazu eine Präsentation zeigen in der Art von Storytelling. Zunächst mal aus dem Blickwinkel eines Hotelbetreibers, dann aber auch aus dem Blickwinkel der Service Provider nochmal beleuchten, um zu verstehen, mit was für Herausforderungen wir es hier zu tun haben. Dann kommt die Thematik Use Cases und Lösungen für die Hospitality-Branche. Da geht es dann darum, das Was und Wie der Realtech-Lösung nochmal zu umreißen. Anschließend wird dann eine Live-Demo, wo wir punktuell live aus dem System ein paar Eindrücke zeigen, damit Sie ein Gefühl dafür haben, wie dieses System dann tatsächlich in der Realität funktioniert. Und zum Schluss folgt dann, wie gesagt, diese Fragerunde, in der wir dann hoffentlich auch gerne mit Ihnen in die Diskussion kommen werden. Mein Name ist Kürşad Gürgün. Ich bin Portfolio Manager bei uns im Haus und werde Sie jetzt die nächste halbe Stunde durch die Präsentation führen. Zum Glück bin ich aber auch nicht alleine. Neben mir ist mein Kollege Herr Michael Jessing, den kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele von Ihnen. Doch bevor ich Ihnen das Mikrofon überlasse, damit er auch ein paar Worte sagen kann, würde ich kurz eine Videosequenz quasi zur Einstimmung einspielen wollen. Da geht es um eine Aufzeichnung des diesjährigen Experten-Talks für die Hotellerie von der Kost und Logis im Format des Connected By, wo er einfach ein paar aktuelle Themen anspricht. Und dieses Video spiele ich Ihnen jetzt kurz ab. Es ist wichtig, eigentlich in der Hospitality mehr über diesen Einsatz von Plattformen nachzudenken. Es gibt sogenannte Service-Management-Plattformen, Integrationsplattformen, die vereinheitlichen und führen diese Prozesse zusammen. Dann verringern sich auch diese Integrationsproblematik. Weil das ist wirklich ein Ding. Also wenn Sie in einem Hotel, mit einem Hotel 50 Schnittstellen verwalten müssen und haben möglicherweise auch noch 50 Provider da drin, die alle ihre eigenen Verträge mit Ihnen haben, dann ist der Aufwand gigantisch. Und hier, genau an der Stelle, ist zum Beispiel der Einsatz von künstlicher Intelligenz oder eben Service-Management-Plattformen sehr interessant, weil man da die Dinge zusammenführen kann. So, jetzt übergebe ich mal das Mikrofon an dich. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Michael Jessing, mein Name. Und ich werde den Kürşad Gürgün bei der Präsentation unterstützen, punktuell ein paar Beiträge liefern an der Stelle. Ich freue mich erstmal, dass Sie die Zeit gefunden haben, auch von meiner Seite hier an der Session teilzunehmen. Und bin gespannt darauf, ob wir nachher vielleicht auch eine kleine Diskussion zustande bringen. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Perfekt. Okay, dann steigen wir in die Präsentation ein. Und ich habe mir persönlich die Frage gestellt, als ich anfing, diese Präsentation vorzubereiten, ob es denn eigentlich so etwas wie das älteste Hotel gibt. Mir war ja klar, Reisen war schon immer möglich, ne, zur Zeit der Seidenstraße, die Caravanserais. Aber mich hat interessiert, ob es tatsächlich ein Hotel gibt, was seit langer, langer Zeit besteht. Und da bin ich dann in Japan tatsächlich fündig geworden, in der Stadt Hayakawa.
Es ist das Hotel Nishiyama Onsen Kayunken. Wahrscheinlich habe ich es gar nicht richtig ausgesprochen. Dort gibt es heiße Quellen und man kann eben an diesen heißen Quellen sowas wie eine Kur durchführen und da mieten sich die Menschen ein und können eben über einen gewissen Zeitraum diese Quellen genießen. Und das Ganze gibt es bereits seit 705 nach Christus. Ich war sehr beeindruckt. Es ist ein durchgängiger Betrieb über 15 Generationen hinweg. Dies ist das älteste Hotel der Welt. Den Prototyp des Hotels, wie wir sie heute kennen, entstand im 18. Jahrhundert in Europa. Der erste seiner Art ist das Grand Hotel im Londoner Covent Garden. Es eröffnete am 15. Januar 1774 und hat als erstes das Wort Hotel im Namen. Mein Gott, wo hast du denn die Story ausgegraben? Wikipedia. Das geht ja heutzutage mit wenig Aufwand. Gut, aber ich fand es sehr interessant, einfach diesen Weg mal nachzuvollziehen. Seither haben sich die Hotels im Wesentlichen eigentlich nur äußerlich geändert, weil das Kerngeschäft, da geht es ja immer darum, den Gast zu umsorgen, den Gast zu verwöhnen, ihm das Gefühl von zu Hause zu geben und im Kern immer durch eine persönliche Dienstleistung. In unseren Tagen, in der Umgebung, sagen wir mal, der beschleunigten technologischen Entwicklung, Stichwort ist hier natürlich Digitalisierung, ändert sich das Ganze dramatisch. Angefangen von der Hotelsuche am heimischen PC oder am Tablet, über das Buchen, das Einchecken, selbst das Bestellen von Services vor Ort funktioniert heutzutage mehr oder weniger über die Apps, also kontaktlos, die Devise dieses Jahres durch die Covid-19-Pandemie noch weiter befeuert. Das bedeutet aber, dass die Hotels heutzutage doch einen gewissen Umfang an IT vorhalten müssen, was in sich oft schon sehr komplex ist, sehr kompliziert ist. Viele Einzelteile müssen hier zusammen funktionieren. Und sie müssen funktionieren. Also wenn der Gast eben tatsächlich einen Service anfordert, dann muss das für ihn einfach und unkompliziert möglich sein. Das führt dazu, dass Hotels im Laufe der Zeit sehr viel IT angehäuft haben. Es ist sogar oft so, dass die Hotelbetreiber gar nicht so richtig den Überblick haben, wie viel IT sie haben. Es sind, wie gesagt, viele Teilsysteme, die so eine das Kundenjourney beschreiben, angefangen vom PMS-System vom Hersteller X über das Postsystem von Hersteller Y. Das muss halt alles zusammen funktionieren. Und teilweise haben wir auch schon Systeme, die sind gar nicht mehr in der Hotelinfrastruktur selber, sondern befinden sich beispielsweise in der Cloud. Ganz wichtig hier an dieser Stelle natürlich neben der Komplexität im Rahmen der Technologie ist auch die Tatsache, dass in der Regel ja eine Vielzahl von Systemen, die im Einsatz sind, eben auch die unterschiedliche Service-Provider betreut werden. Eine Herausforderung neben der Technik ist natürlich an dieser Stelle auch der Bereich Vertrags- und SLA-Management, auch die Provider entsprechend zu managen oder dafür zu sorgen, dass die Anbieter von Technologie nicht nur der Leistungserbringung an verschiedenen Punkten nachkommen, sondern dass man sie auch dabei unterstützt. Fängt an beim richtigen Zuordnen von Cases und hört letztendlich auf, auch bei der Besprechung von einzelnen Prozessen, die zu optimieren sind. Gut, im Weiteren möchten wir nun die Herausforderungen, auf die wir eingehen möchten, im Hotelbetrieb beschreiben mit Hilfe von Klaus. Klaus ist Hoteldirektor. Er kümmert sich um die Bedürfnisse seiner Gäste und das ist sein eigentliches Geschäft. Und IT versteht Klaus nicht viel. Für ihn, also er weiß, wie wichtig IT heutzutage ist, damit sein Geschäft funktioniert. Aber für ihn ist IT etwas, was da sein muss und funktionieren muss, so ich sage es mal lapidar, so wie die Sanitäranlagen. Daher hat er auch jede Menge Fragen, die er nicht unbedingt beantwortet bekommt. Diese Fragen sieht man hier. Also wieso zahle ich eigentlich für so viele Schnittstellen? Oft ein Thema bei den Hotelbetreibern.
Oder eine ganz wichtige Frage ist, was bedeutet eigentlich, wenn mal die IT nicht so richtig funktioniert? Welchen Einfluss hat das auf mein Geschäft? Und an dieser Stelle tritt nun der eigentliche Held unserer Story auf die Bühne. Das ist nämlich Alex. Alex ist jetzt ein Service Provider und Alex und Klaus sind sich auch nicht unbekannt, weil Alex hat schon in ein paar Fällen IT-Systeme bei Klaus implementiert, die erfolgreich gelaufen sind. Nun bietet Alex an, die gesamte IT für Klaus zu übernehmen, es für ihn zu betreiben, damit seine Kosten berechenbar zu machen, niedrig zu halten und seine Effizienz zu steigern. Das letztendlich gefällt Klaus natürlich. Er kann sich jetzt alles, was um IT geht, kann er sich mit Alex unterhalten und er selber kann sich um sein Kerngeschäft, nämlich um seine Gäste, kümmern. Sieht nach einer schönen Story aus, weil beide sind zufrieden. Alex hatte einen weiteren Kunden gewonnen. Doch so langsam kommt Alex ins Grübeln, weil je mehr Kunden er hat, desto mehr steigen natürlich seine Kosten. Sein Betrieb muss für die Kunden oft individuelle Lösungen vorhalten, muss für sie da sein, muss aber auch kostendeckend arbeiten, damit er überhaupt die Preise anbieten kann. Und langsam sieht er, dass es mit der Menge an Kunden, die er inzwischen hat, dass er da an seine Grenzen kommt. Gutes Beispiel in diesem Zusammenhang, das wissen die meisten Teilnehmer wahrscheinlich auch hier an dem Webinar. Denken Sie an den Support, denken Sie daran, dass möglicherweise Sie mit jedem Kunden einen unabhängigen Supportvertrag haben, einen eigenen Supportvertrag, dass die verschiedensten SLAs da draußen sind, dass Sie auf unterschiedlichste Weise reagieren müssen und dass natürlich das bei einer gewissen Anzahl von Kunden auch zu einem recht hohen Aufwand führen kann. Klar, gibt es im Einzelnen Lösungen und Tools, die dahinter stehen. Die meisten Service Provider haben sicherlich ein Ticketing-System und so weiter. Der Punkt ist hier natürlich, die Informationen zusammenzuführen. Die Komplexität wird ab einer gewissen Anzahl sehr unüberschaubar und es geht ja dann weit rein auch in die Technologien, Konfigurationen und andere Dinge, die korrekt mit den Vertragsanforderungen verknüpft werden müssen und integriert werden müssen. Ja, also man muss also Technik und Organisation eigentlich irgendwo verbinden Genau. können. Ja. Gut, Alex fällt da ein, dass er bei der letzten Messe etwas gehört hat von einer Lösung von Realtech, nennt sich Realtech Hospitality Service Plattform, die genau für diese Herausforderung zugeschnitten ist. Es ist eine Cloud-Lösung, die in der Lage ist, eben auf der einen Seite sehr, sehr viele Kunden individuell zu bedienen und gleichzeitig auf der anderen Seite dem Servicegeber die Möglichkeit zu geben, standardisiert und automatisiert zu arbeiten. Das gefällt Alex natürlich, doch er fragt sich, wie funktioniert das Ganze, worauf basiert das Ganze? Und wenn man sich das genau anschaut, kann man folgende drei Punkte herausarbeiten, die die Basis für die Realtech-Service-Plattform bilden. Die eine ist, dass in der Service-Plattform ein komplettes automatisiertes ITSM-System steckt. Der zweite Punkt ist, dass wir für den Betrieb dieser ITSM, IT-Service-Management-Plattform, beispielsweise KI-Technologien nutzen, was auf Basis von Mustererkennung etc. das Alltagsgeschäft sehr stark automatisiert. Und das Dritte ist, dass wir viel Wert nehmen, Algorithmen einzusetzen, die den Bereich Predictive Maintenance bedienen. Wolltest du was? Genau, also Predictive Maintenance an der Stelle ist natürlich etwas, auch zum Teil schon länger diskutiert unter den Service-Providern. Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung. Da geht es darum, nicht anhand irgendwelcher Pläne regelmäßig Dinge durchzuführen, sondern es geht tatsächlich darum, unter Einsatz neuester Technologie so weit in die Systeme reinschauen zu können, dass Betriebsparameter, dass andere Störsituationen, die möglicherweise drohen, rechtzeitig erkannt werden und insofern im Vorhinein eben auch Schlüsse gezogen werden können und entsprechend diese Schlüsse dazu beitragen, dass hier nicht irgendwelche Einsätze vor Ort nötig sind, beziehungsweise dass Notsituationen entstehen, die wirklich vermeidbar wären. Okay, gut. Gut, dann wären wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir uns die Use Cases mal und die Lösungen nochmal differenzierter anschauen. Wie gesagt,
Die Realtek-Lösung, die Service-Plattform, ist hier symbolisiert durch diesen grünen Streifen. Ich habe auf der einen Seite den Service-Provider, der eben seine Services anbietet, und auf der anderen Seite seine Kunden, die Hotels. Jetzt könnte man sich hier natürlich genauso gut vorstellen, dass statt Alex hier auch ein Hotel, Hotelkette steht, das eben seine einzelnen Häuser mit dieser Service-Plattform bedient. Ein wichtiges Merkmal dieser Service-Plattform ist die Automatisierung, und zwar sehr stark zunächst mal im technischen Bereich. Und da gibt es eben Standarddienstleistungen, die out of the box angeboten werden. Wenn man sich diese Dienstleistungen mal als Schlagworte hier rausholt aus der Kiste, dann findet man Dinge wie Field Service wird minimiert. Ja, dadurch werden Kosten stark gesenkt, weil Leute in der Gegend rumzuschicken, das geht natürlich stark auf die Kostenseite, verbucht dort sehr stark. Vollautomatische Verfügbarkeit, Infrastrukturmonitoring bedeutet, dass das System in der Lage ist, eben automatisch Systeme zu erkennen, zu überwachen, zu optimieren und zu melden, wenn eine Störung beispielsweise droht oder auch wenn sie natürlich passiert ist. Schaut man sich das mal im Einzelnen ein, dann ist es ja heute oft noch so, dass wenn irgendwo was passiert, in einem Hotel ein IT-Fehler beispielsweise nicht sofort klar ist, woran es liegt. Das liegt daran, dass man oft kein Fachpersonal vor Ort hat. Selbst wenn man Personal vor Ort hat, welches man eingelernt hat, ist vielleicht schon wieder weggezogen in ein anderes Hotel, weil hier die Fluktuation sehr hoch ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist es oft so, dass man das alles per Fuß machen muss, vor Ort gehen muss, sich anschauen muss, was ist eigentlich der Fehler, um es beheben zu können. Mit der Lösung von Realtek ist es so, dass das System, wie schon angedeutet, in der Lage ist, nach der Installation, wobei man hier sagen kann, das kann eine Vor-Ort-Installation sein oder es kann aus der Cloud eine Überwachung sein, dann entfällt natürlich auch die ganze Installation, sofort in der Lage ist, alle Systeme vom Office aus zu überwachen, sodass man gar nicht vor Ort sein muss. Gut, an dieser Stelle vielleicht auch noch erwähnenswert, die Problematik des Field-Service-Einsatzes birgt ja noch eine Komponente, die nach wie vor auch heutzutage, selbst wenn ich Tools im Hintergrund habe und dort gut ausgestattet bin, schwierig im Management sind. Wenn Fehler gemeldet werden, Ausfälle stattfinden, dann ist es oft so, dass das erleben wir auch, wenn wir mal in Tickets tiefer reinschauen, die Angaben und die korrekten Informationen zur Bearbeitung eines Problems eben leider nicht gegeben werden oder zumindest es schwierig ist, dann entsprechende Rückmeldungen aus dem Hotel zu bekommen oder Details zu dem Ausfall. Es führt öfter dazu, dass wir gezwungen sind, hinzufahren, dass Leute sich im Hotel genau anschauen müssen, was eigentlich das ursächliche Problem ist. Dabei stellt sich oft heraus, dass die Tätigkeiten, die dann anfallen, wirklich Basistätigkeiten sind, die man eigentlich im Vornherein vermeiden kann. Ja, genau. Und das kann man jetzt eben mit dem System, das baut von sich aus diese ganzen Zusammenhänge auf, könnte man beispielsweise an so einer Art Kontrollschirm, wie hier mal beispielsweise vorgeführt, sehen. Man würde mitbekommen, wenn sich eine Störung anbahnt, derjenige Service-Mitarbeiter könnte sich dann eben über die verschiedenen Ebenen beispielsweise durchklicken bis hin an die Störungsquelle und kann dann dort auch direkt solche Devices, solche Maschinen bedienen. Das System lässt es zu, es erkennt alle Maschinen von allen Herstellern, sodass ich als Servicemitarbeiter wirklich nicht unbedingt vor Ort gehen muss, um beispielsweise so eine Maschine zu konfigurieren, um da Änderungen vorzunehmen. Das kann ich remote vom Office aus machen. Flankierend wird das Ganze natürlich noch mit Dashboards und wie gesagt KI-Technologie und Informationen und Reports unterstützt, was das Monitoring angeht. Daneben habe ich ja vorhin schon erwähnt, es ist ein IT-Management-System. Das heißt, wir haben auch ein komplettes Ticketsystem in dieser Plattform integriert. Das Ticketsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es sprechende Informationen vorhält. Das heißt, es kommt keine Meldung, da ist ein Access Point XY im Hotel Z
ausgefallen und fertig. Ne? Jetzt muss man wissen, wo befindet sich dieser Access Point, was bedeutet eigentlich der Ausfall. Das wird alles vom System schon mit abgefangen. Es gibt eine klare Ansage darüber, was beispielsweise diese Störung für das Geschäft des Hotels bedeutet. Die Störungsursache, das ist eine weitere Stärke, das werden wir nachher auch noch mal in der Live-Demo kurz sehen. Das System weist dann direkt auf die Störungsursache hin, sodass man nicht viel Zeit damit verbringen muss, Ursachenforschung zu betreiben. Hier kann eben die KI sehr viel Nützliches leisten, indem sie eben Informationen auch betrachtet, die drumherum passieren, die der Service-Mitarbeiter nicht immer vor Augen hat. Aber eine KI kann das sehr einfach und kann daraus beispielsweise Schlussfolgerungen ziehen, für die wir lange Zeit bräuchten, um darauf zu kommen. Vielleicht kann man hier noch zwei, drei Sätze ergänzen zu diesem Thema KI an dieser Stelle. Das ist natürlich an diesem Punkt zur Ticketunterstützung und Analyse eher ein Hintergrundprozess. Was sehr interessant ist natürlich auch bei der KI, ist, dass man auf besondere spezielle Anwendungsfälle auch trainieren kann. Das heißt, die kann sehr gut der Bedarf und die Requirements oder die Anforderungen einzelner Hotels, Hotelketten, aber auch der Service Provider abgebildet werden. Das Training der KI ist relativ einfach. Man braucht nur eine gewisse Anzahl von Fällen, die vorliegen. Und daraus kann entsprechend die KI trainiert werden, welche Schlüsse zu ziehen sind. Das sind eher so Hintergrundprozesse, aber man kann sich natürlich hier auch den aktiven Part der KI anschauen. Den werden wir leider im Rahmen der Demo nicht in der Tiefe tun können. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, darüber hinaus die KI als direkten Gesprächspartner einzusetzen. Hier können Vorschläge gemacht werden. Man könnte sich vorstellen, die KI relativ einfach als zusätzlichen Supporter einzusetzen. In der Tat, ja. Wird es ja auch gemacht, ne? Gut. Zum Schluss, vielleicht auch sehr wichtig, wir wollen ja eine Prozessorientierung erreichen. Wir wollen, dass bestimmte Prozesse ablaufen, so die nachverfolgbar sind, über die man dann reporten kann. Und hierzu liefert eben das Ticketing-System stringente Handlungsanweisungen, mit denen auch Mitarbeiter umgehen können, die beispielsweise in dem Fall fachfremd wären. Ja. Gut, neben Monitoring und Ticketing hat das System noch einige weitere Vorteile, beispielsweise das Asset- und Inventarmanagement. Hier, wenn ich die Informationen schon über die IT-Infrastruktur habe, habe ich natürlich auch Zugriff auf die gesamten Informationen, was die Geräte, was Verträge und so weiter, das kann alles verwaltet werden. Und vereinfacht mir das Leben beispielsweise, wenn es um Jahresabschlüsse und Bilanzierungen geht. Ein wichtiger Punkt, Ihre Kunden insbesondere kennen immer das Thema der Jahresabschlüsse oder der Budgetierung. Spannend hierbei ist natürlich das Thema, eine entsprechende Inventarisierung vorab sauber durchzuführen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite entsprechende Reports zu bekommen, die genaue Auskünfte darüber geben, welche Assets im Unternehmen vorhanden sind. Nun bieten das viele Tools am Markt, die in Teilen auch mit den Lösungen im Rahmen von PMS und anderen mitgeliefert werden. Hier besteht aber die Möglichkeit, und das ist das eigentlich Interessante, wir verknüpfen im Rahmen dieser Plattform das Thema Asset Management mit den Vertrags- und Management, Infrastrukturmanagement-Themen. Das bedeutet am Ende des Tages, dass hier Informationen auch zusammengeführt werden können, die sonst nur in einer doch durchaus hohen Anzahl unterschiedlicher Reports und Listen nur zur Verfügung steht, was wiederum den Zeitbedarf drastisch erhöht für die Bilanzierung und entsprechende Asset Management. Ja, du sprichst hier ein Thema an, was eigentlich implizit immer mitschwingt bei diesen Themen, nämlich das Thema der Schnittstellen. Ne? Genau. Diese Plattform hat natürlich auch zum Ziel, möglichst viele Schnittstellen zu verhindern. Deswegen arbeiten wir auch gerne mit Partnern zusammen aus verschiedensten Bereichen, die für den Betrieb des Hotels notwendig sind, um nachher für den Kunden, der dann nur noch diese Plattform zur Verfügung hat, genau diese Schnittstellen-Thematik zu schaffen. Ja? Gut, zu guter Letzt, Auditsicherheit, das ist etwas, was für sich spricht. Alle Informationen, alle Handlungen, die durchgeführt werden, werden durch das System natürlich protokolliert und somit hat man eine Auditsicherheit und kann im Nachhinein über gezielte Reports und so weiter und so fort Informationen erlangen, den Betrieb insgesamt natürlich auch wieder optimieren.
So bietet die Plattform eigentlich so einen Rundum-Service um den Betrieb der Hotellerie insgesamt. Das war eher die technische Sicht und die organisatorische Sicht auf diese Plattform. Diese Plattform besteht aber aus mehr. Es hat auch so eine Art Vitrine für den Kunden, die ist eher Richtung Kunde geschaltet und dort befindet sich ein Servicekatalog. Man könnte sagen, das ist sowas wie ein Amazon.com für den Hotelbetrieb. In diesem Servicekatalog kann nun der Service Provider oder auch ein Hotel für seine einzelnen Häuser einzelne Services ausstellen. Ja, das können eben ganz einfache Services sein wie Monitoring, können aber auch sehr innovative Services sein, wie wir sie hier haben im Rahmen unserer Projekte mit unseren Kunden auch gewonnen haben, automatische Gasterkennung und so weiter und so fort. Und der Kunde kann sich diese Services anschauen. Es gibt eine Transparenz über die Kosten. Er kann sie dann nutzen, wenn er sie braucht, weil das Ganze ja auch im Cloud betrieben ist. An der Stelle interessant natürlich auch dieser Bezugspunkt des Servicekatalogs ist gerade auch für Partner interessant. Es ist möglich, im Rahmen der Plattform hier Partnerangebote als Service auszuführen und diesen Service hier entsprechend für die Kunden, für die Endkunden verfügbar zu machen. Vielleicht einige der Teilnehmer kennen vergleichbare Plattformen wie Jira oder so weiter, das man eher als Marktplatz bezeichnet. Das ist quasi eine Komponente, die vergleichbar ist. Mit dem Vorteil, dass die Services, die hier eben aufgenommen werden, an dieser Stelle entsprechend in die Systemlandschaft integriert werden. Das Aufsetzen wird sehr einfach und das Benutzen der Services ebenfalls. Wir sorgen an der Stelle für den sicheren Betrieb. Genau. Also der Vorteil ist, wie Herr Jessing schon gesagt hat, dass wir Oberflächen anbieten, die es dem Betreiber, also in dem Fall dem Servicegeber, auch sehr stark vereinfachen, solche Services zu designen und zu betreiben. Er muss nicht tiefe technische Kenntnisse haben, da können wir nachher in der Live-Demo auch mal kurz drauf schauen. Gut, so ergibt sich ein Gesamtbild, was eben über die Serviceplattform den Servicebetreiber in die Situation begibt, dass er wirklich innovativ am Kunden arbeiten kann, ihm immer neue Services anbieten kann und gleichzeitig seine Standarddienstleistungen stark automatisieren kann. An der Stelle haben wir dann geplant, in die Live-Demo reinzugehen. Und wie gesagt, es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da ganze Stories jetzt abbilden würde. Deswegen nehme ich mir ein paar Punkte raus. Wir hatten ja vorhin die Geschichte, dass wir Ursachenforschung, dass das System automatisiert Ursachenforschung betreiben kann. Und darauf möchte ich jetzt im nächsten Szenario hinaus. Wir haben oft Kunden, die tatsächlich das System im Betrieb haben und dann irgendwo vielleicht einen großen Display, was manchmal sogar mehr kostet als das System selber. Und auf dem Display läuft dann sowas wie das hier, was Sie sehen. Also ich habe hier so ein Bubble und da sehe ich Hotel Service Provider Status, was das auch immer sein mag. Und ich könnte das auch anders darstellen. Das mache ich jetzt mal. Hier sehen Sie so eine Art Landkarte. Und auf der Landkarte habe ich als Servicebetreiber verschiedene Hotels. Und ich bin der Servicebetreiber und überwache für diese Hotels deren Infrastruktur. Jetzt mache ich Folgendes. Ich starte hier eine Applikation, die eigentlich verboten ist, ja, weil aufgrund von irgendwelchen Policies ist es so, dass ich in den Infrastrukturen der Hotels diese Applikation nicht betreiben darf. Jetzt tut es trotzdem jemand. Und was jetzt passiert im Hintergrund, sehen Sie das auch live, so hoffe ich, dass sich jetzt dieser grüne Bubble aufgefächert hat und farbig geworden ist. Was ich daran sehen kann, ist, dass mein Status als Service Provider für die Hotels gefährdet ist. Es ist kritisch geworden, einfach weil hier unten irgendwo dieses Notepad gestartet wurde. Diese Information, diese Art der Information würde ich in dieser Art Darstellung nicht sehen. Hier sehe ich einfach, dass in einem Hotel irgendwas kritisch geworden ist.
Und das deswegen bei mir was kritisch geworden wurde. Aber hier sehe ich direkt, aha, da wurde eben diese kleine Anwendung gestartet und deswegen ist das Ganze gelb geworden. Das ist eine sehr wertvolle Information, weil mir das die Ursachenforschung erspart, was in der Regel sehr viel Zeit kostet und in zwar in einer sehr komplexen Umgebung. Ich habe hier jetzt in meiner Demo-Umgebung gerade mal 5 Hotels eingebunden mit sehr einfachen Überwachungsmechanismen. Sie sehen, wie komplex das da schon aussieht. Während durch diese Mechanik ich einfach nur das sehe, was für mich dann tatsächlich relevant ist, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich hat man flankierend dazu auch die Möglichkeit, über beispielsweise Dashboards und so weiter auf die einzelnen technischen Informationen runterzuschauen. Aber im Prinzip habe ich hier die Gewährleistung, dass ich eigentlich nur einen Punkt brauche, auf das ich schaue, das mir dann automatisch auf die Fehlerquelle führt. Ich kann spüren, dass im Auditorium wahrscheinlich die Frage mitschwingt, das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja wahrscheinlich reichlich komplex, so ein Hotel auf die Plattform drauf zu bekommen. Vielleicht sollten wir dazu nochmal kurz was sagen. Ja. Es ist natürlich so, dass diese Hotelstrukturen oder die Infrastruktur der Hotels erfasst werden muss. Das geschieht aber mehr oder weniger vollautomatisch. Das heißt, durch eine Applikation, die die Realtek entwickelt hat, wird eben die IT-Landschaft, die Netze, die angebundenen Devices, die entsprechenden Applikationen und auch die Prozesse erfasst, gescannt und automatisch reingeladen und eben bei Bedarf auch aktualisiert. Natürlich braucht man dazu noch ein paar Parameter, die zusätzlich gesetzt werden müssen, die im Wesentlichen Zugriffsrechte betreffen und andere Dinge. Man muss entsprechende Kanäle freischalten, um in die Hotelinfrastruktur kommen zu können, was natürlich das Einverständnis voraussetzt und eine entsprechende vertragliche Gestaltung. Aber wenn das da ist, dann ermöglicht einem dieser Auto-Discovery-Vorgang, diese Infrastruktur komplett zu erfassen. Also da reden wir wirklich von Stunden, wenn eine relativ komplexe Infrastruktur vorhanden ist. Das Erfassen, wenn die Berechtigungen da sind, geht innerhalb von Minuten. Das Einrichten von Policies und so weiter ist weitgehend automatisiert, aber oft hat man noch individuelle Anforderungen. Aber innerhalb von 1, 2 Stunden dürfte ein Hotel guter Größe in das System integriert sein. Das geht wirklich sehr schnell. Der nächste Punkt ist, okay, wir haben jetzt die Ursachenforschung uns mal angesehen. Jetzt geht es aber darum, um detaillierte Informationen, um sprechende Informationen für denjenigen, der eben die Dienstleistung erbringt, zu erheben. Dazu vielleicht noch mal ein Beispiel. Wir gehen wieder in das Demosystem rein. Das scheint eine andere Sicht. Ich habe hier beispielsweise wieder meine Sicht als Dienstleister und meine, no, es sind sogar 6 Hotels und könnte jetzt hier weiter runterdrillen. Das mache ich mal. Ich sehe hier jetzt meine Infrastruktur, da habe ich das aufgeteilt zwischen Netzwerkinfrastruktur allgemein und WLAN-Sichten und sehe dann hier meine komplette WLAN-Struktur, die ist nochmal dargestellt. Die Symbole, die Sie hier sehen, das sind Symbole, die das System selber anlegt. Natürlich nicht dieses Bild, was dahinter ist, das muss ich dann natürlich machen, aber die Symbole und die Einfärbung und die Leitungen und so weiter und so fort, wer was über welche Leitung verbunden ist, wird selber vom System generiert und auch überwacht. Ich navigiere mich jetzt an eine Stelle, wo es für mich wichtig ist, das sind nämlich die Access Points, die ich in meinen Fluren habe. Sie sehen hier einen Grundriss eines Hotels. Das sind verschiedene Zimmer und ich habe in den Fluren eben meine Access Points eingebracht. Und Sie sehen auch, ich habe hier einen Bereich speziell deklariert. Das ist der VIP-Bereich. Das kann das System natürlich nicht wissen. Diese Information muss ich mitgeben. Aber das geht, wie gesagt, sehr einfach. Und ich habe hier die gesamte Infrastruktur, die IT-Infrastruktur in der Übersicht, die eben nötig ist, damit mein Internetanschluss für meine Zimmer funktioniert. Darüber hinaus kann ich natürlich noch weitere Informationen hier mit einbinden. Also nicht nur WLAN, Access Points und Controller, sondern auch beispielsweise USV-Einheiten. Ja, was würde passieren, wenn bei mir der Strom ausfällt? Habe ich vielleicht Generatoren?
Auch das sind natürlich Komponenten, die ich hier mit einbinden kann, wie generell, ich muss nicht nur IT-Komponenten, sondern technische Komponenten, die für den Betrieb wichtig sind, können hier mit überwacht werden. Und das, was die Bedienung hier an dieser Stelle natürlich besonders einfach macht oder eben auch für die für den Bereich Managed Service sehr interessant ist, für alle Leute, die im Support tätig sind, von aus Sicht der Service Provider, ist, dass die Geräte, die hier abgebildet werden, die über die Auto-Discovery-Funktion ermittelt werden, reale Bilder dieser Geräte sind. Das heißt, die Diagramme und die Bildchen, die Sie sehen, entsprechen dem physischen Device vor Ort. Und das Interessante an der Stelle ist eben, dass wir einen vollständigen Remote-Konfigurationen dieser Devices durchführen können. Das heißt, entsprechende Fehlermeldungen hier an den Geräten auch direkt erkennen und auch erkennen können, ob möglicherweise eine Fehlbedienung im Vorfeld vorlag. Genau, und darüber hinaus natürlich die Geräte auch hier direkt bedienen können. Hier habe ich jetzt gerade mal abgefragt, die VLANs, das ist jetzt sehr technisch für diejenigen, die sich damit auskennen. Die können abschätzen, wie wichtig diese Informationen sind. Ein Klick und ich habe sie und ich kann auch diese Ports zum Beispiel von diesem Gerät komplett von hier aus bedienen. Ohne dafür was gemacht zu haben, außer der Auto-Discovery, die ich vorweg hatte und natürlich die Berechtigung. Das geht über die Geräteebene hinaus bis hin zur Applikationsebene. Hier habe ich eine Datenbank, eine Oracle-Datenbank, nee, ist eine MS-SQL-Datenbank. Auch da kann ich, wenn ich möchte, also tief technisch, mir Informationen holen. Aber ich wollte Ihnen ja mal zeigen, wie das funktioniert, wenn Störungen im Anflug sind oder wenn sie bereits passiert sind. In meinem Fall ist es einfach, eine Störung jetzt hier zu simulieren. Das werde ich dann auch machen. Ich gehe jetzt, mache jetzt Folgendes. Ich tue jetzt so, als ob dieser Access Point einen Ausfall hat. Packe ihn mal da rein und Sie werden jetzt gleich sehen, wird sich das Ganze rot einfärben. Sie sehen auch, dass das in einem VIP-Bereich passiert. Und wenn ich jetzt den Weg zurückgehe, sehen Sie, wie sich das über die einzelnen Ebenen hindurchpflanzt bis hier oben hin. Da sehe ich, ein Hotel ist rot geworden und bei mir als Dienstleister ist was kritisch geworden. Jetzt kann man sich fragen, wieso ist dieses Hotel rot geworden, nur weil ein Access Point ausgefallen ist. Das ist natürlich eine individuelle Konfiguration, weil für dieses Hotel ist der VIP-Bereich eben sehr wichtig. Und wenn da was nicht funktioniert, dann geht es ans Geschäft. Deswegen kann man das so definieren, dass hier jetzt was rot geworden ist. Und wenn ich mal auf unseren Bubble von vorhin schaue, dann sehe ich hier wieder meine Root Cause. Der Service Provider ist im kritischen Zustand, weil dieses Hotel ein Problem hat, und zwar in diesem Flur und mit diesem Gerät. Gleichzeitig bin ich natürlich auch informiert worden, und zwar proaktiv. Da gehe ich mal in meine E-Mail rein. Hier sehen Sie jetzt meine E-Mail. Und da habe ich jetzt Informationen bekommen, die mir als Service Provider helfen, die Situation sofort richtig einzuschätzen. Das sind sprechende Texte. Hier steht zum Beispiel, es ist eine Störung im Hotel X aufgetreten. Die Meldung erfolgt durch eine bestimmte Monitoring-Einheit bis hin zu der Quelle. Das, was wir vorhin bildlich gesehen haben, habe ich hier schriftlich nochmal. Ich habe hier die KI, die einen möglichen Grund hierfür festgestellt hat. Und ich habe Vorschläge für Aktionen, die hier laufen sollten, damit eben dieses Problem möglichst schnell beseitigt werden kann. Nun ist das der Part für den Service Provider, der hier auch sprechend dargestellt ist, das heißt auch mit relativ viel Klartext. Es ist natürlich überhaupt kein Problem, die entsprechende Meldungen auch für das Hotel aufzusetzen, auch mit klaren Handlungsanweisungen für das Hotelpersonal und entsprechende Maßnahmen. Kommen wir gleich noch zu. Genau, das sieht man dann hier. Das kann man dann tatsächlich über ein Smartphone beispielsweise publizieren an die Personen, die eben vor Ort sind, mit klaren Handlungsanweisungen, was zu machen ist. Und wir sind hier auch nicht an bestimmte Kanäle gebunden. Das kann beispielsweise über WhatsApp laufen, kann eine SMS sein, was auch immer, kann die Plattform selber sein. Und natürlich können die für den Service Provider die Informationen innerhalb der E-Mail, wenn erforderlich, wenn der Service Provider das wünscht, natürlich mit vielen Details gefüllt werden. Natürlich könnten hier technische Ergänzungen eingebracht werden, wie zum Beispiel jetzt gerade den Link, auf den der Göben geklickt hat. Über diese Links, die in der E-Mail vorhanden sind,
kommt der Service Provider direkt zur Darstellung der technischen Infrastruktur der betroffenen Bereiche, bekommt direkt Standardinformationen, auch vertraglicher Art, wer ist involviert, wer ist für dieses Gerät verantwortlich, unterliegt dieses Gerät einem SLA, ist das Gerät gewartet worden, sind die Updates auf aktuellem Stand, all diese Fragen werden direkt mit beantwortet über die Informationen, die im Ticket hinterlegt werden, hier beispielsweise die Übersicht der SLAs. Wenn die Vertragsinformationen hinterlegt sind, kann man das auf einen Blick hier für den Mitarbeiter, der sich um diesen Fall kümmert, in einem Blick erfassen. Genau. Und natürlich, also ich habe jetzt mal die E-Mail-Version vorgeführt. Ich kann, natürlich funktioniert das auch alles innerhalb des Ticketing-Systems, was eigentlich ratsamer wäre, dass man sagt, ich erfasse das alles im Ticketsystem, jetzt beim Service-Provider selber. Aber auch da sind wir in der Lage, diesen Vorgang, diesen Prozess des Tickets zu integrieren, beispielsweise in Teams. Ja, die Service-Mitarbeiter müssten nicht auf unsere Plattform, um hier beispielsweise dieses Ticket zu bearbeiten, wie ich das jetzt gerade mache, sondern könnten das auch genauso gut in Teams lösen. Ja, ist okay. So, damit löse ich dieses Ticket beispielsweise. Ne? Und Sie sehen auch hier in der Plattform habe ich mit diesem Störungsfall verschiedene Meldungen bekommen, die jetzt definieren, wer was wann zu machen hat. Jetzt haben wir das natürlich hier so dargestellt in der Präsentation, dass wir Ihnen Einblicke auch in die Oberflächen geben und in die Systeme, deswegen die Bedienung hierüber über unsere Plattform. Aber es ist natürlich genauso möglich, dass man mit Hilfe der KI Dinge auch automatisch löst, das heißt Tickets vollständig auch bearbeitet und geschlossen werden können. Da ist ein hoher Automatisierungsgrad möglich, in dem eben Standardroutinen, Standardverfahren direkt auch durch die KI gelöst werden. Damit ist die Reduzierung des Ticketaufkommens natürlich erheblich, weil erfahrungsgemäß eine Vielzahl sind entweder Fehlbedienungen oder Vielzahl der Tickets sind auf Fehlbedienungen zurückzuführen, auf falsch eingegebene Informationen oder Passwörter oder eben es sind Informationen, die die KI direkt aus diesen Adaptern ziehen kann, über die Devices, wo klar ist, da gibt es beispielsweise ein fehlendes Update, hier ist eine oder eine Fehlerquelle, die durch einen entsprechenden Patch oder Update behoben werden kann, dann ist dies im Rahmen eines einfachen Prozesses über die KI automatisch lösbar. So ist es, genau. So, und damit kommen wir noch zu dem letzten Live-Beispiel, was wir Ihnen zeigen wollten. Das ist nämlich dieses Service-Katalog. Und hier hat der Kunde, Ihr Kunde in dem Fall, die Hotels oder ein einzelnes Hotel, die Möglichkeit, über einen Service-Katalog auf Services zuzugreifen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele. Das ist wieder in der Realtek-Plattform selber eingebettet. Wie gesagt, das kann man übers Handy, übers Tablet machen oder auch in andere Systeme einbetten. Hier kann also Amazon-like eben sich einen Service beispielsweise aussuchen. Man kann diesen Service beschreiben, kann Daten dazu packen, vertraglicher Art, was das kostet. Man kann ein Video dazu hängen, wie das Ganze funktionieren kann. Und jetzt kann der Kunde sagen, okay, ich möchte ab dem 31. diesen Service in Anspruch nehmen. Ich habe einen lokalen Zugang, ich habe eine CRM-Lösung. In dem Fall, ein bisschen Schleichwerbung, Dailypoint ist ein Partner von uns, wo einfach die Systeme integriert sind, Stichwort Schnittstellenvermeidung und so weiter und so fort. Und vielleicht noch ein paar technische Daten, besitze ich einen VPN-Zugang oder nicht. Ne? Und dann in bewährter Manie wird das einfach in den Warenkorb geschmissen. Und wenn ich dann sicher bin, dass ich das auch alles so will, kann ich die Bestellung auslösen. Und was jetzt passiert, ist natürlich, dass wieder ein Workflow in Gang tritt. Sie haben vielleicht bemerkt, dass ich oben wieder Meldungen bekommen habe. Da müssen jetzt Genehmigungen eingeholt werden auf der Service-Provider-Seite, bestimmte Dinge in Gang gesetzt werden. Natürlich funktioniert das Ganze dann auch wieder über die E-Mail. Gehen wir mal gerade rein. Sehen, die Genehmigung ist auch über E-Mail, die Genehmigungsanfrage ist auch über E-Mail eingegangen. Sowas kann ich dann auch mal sofort genehmigen, ohne in das System rein zu müssen. Und der ganze Workflow, der dahinter steckt, der wird geregelt in der Maschinerie, in der Plattform selber. Da zeige ich Ihnen mal ein kurzes Bild, damit Sie ein Gefühl dazu haben. Hier beispielsweise Gasterkennung war der Service, den ich gerade ausgesucht habe.
Dem kann ich diesen gesamten Workflow kann ich im Prinzip mit solchen Bausteinen beschreiben, die einfach einen Anfang und ein Ende haben, und ich muss dann eben Ereignisse, Bedingungen und so weiter da reinpacken, die diesen Workflow beschreiben, wobei diese Bausteine direkt auf die Informationen zugreifen, die ich schon im System habe. Genau, und wir werden natürlich im Falle von Interesse an einer Plattform, die Plattform wird natürlich mit gewissen Standard-Services ausgeliefert. Das heißt, es wird immer so sein, dass einfache Dinge bereits abgebildet sind. Das Erlernen dieser Workflow-Engine ist keine komplexe Geschichte. Es gibt auch nicht allzu viele Befehle. Es ist einfach einfügbar. Der große Vorteil ist, dass hier zusätzlich diese Workflow-Engine enthalten ist, ist natürlich, dass sich aus Hotelsicht, aber auch aus Service-Provider-Sicht sehr schnell eine Vielzahl von Services generieren kann, die für die Hotels interessant sind und diese vor allen Dingen hotelspezifisch zuschneiden kann. Genau, auf Geschwindigkeit kommt es hier wirklich an. Und Sie haben ja gesehen, das ist eine Web-Oberfläche, von der ich im Prinzip alles gestalten kann. Gut, dann wären wir auch schon am Ende dieses Vortrages angekommen. Also mit dem Rundrum-Sorglos-Paket von Realtech haben Sie die Möglichkeit, angefangen von der Technik über die Organisation bis hin zur Innovation, eine Plattform einzusetzen, die Sie als Dienstleister eben in die Lage versetzt, zu standardisieren, wobei Ihre Kunden eben individuell behandelt werden können. Okay, an dem Punkt würde ich jetzt auch jetzt übergehen in die Fragerunde. Anscheinend war die Erklärung so gut, dass noch keine Fragen da sind. Gut, dann stelle ich mal ein paar Fragen. Was schätzen wir, wenn Interesse besteht an so einer Plattform, ein Service Provider entscheidet sich dafür, was schätzen wir, wie lange ein Onboarding eines Hotels dauern würde, um den Bereich der Standardmonitoring, der Standardüberwachung abzudecken? Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Also da reden wir von Stunden, Tagen vielleicht, aber auf keinen Fall mehr in Wochenzeiträumen. Das geht sehr schnell. Okay, also Tagen im Sinne von, wenn ich spezielle Services selber anpassen möchte oder wenn ich für das Hotel spezifische Dinge benötige, dann reden wir von Tagen. Wenn ich die Überwachung möchte, die automatisierte Bearbeitung, das Ticketing möchte, das Predictive Maintenance möchte, dann ist das eher eine Frage von Stunden. Natürlich, also die Gesamtschulung für die Plattform mit allen seinen Möglichkeiten erfolgt er an einem halben Tag. Das ist sehr überschaubar. Gut, ich sehe jetzt hier gerade, es gibt eine Frage, nämlich die Frage, ob die Plattform auch in anderen Sprachen verfügbar ist. Ja, wir können, ich weiß nicht, wie ist die Grundanzahl von Sprachen, wie viel sind schon enthalten? Englisch ist hauptsächlich Englisch. Enthalten, Französisch. Französisch. Ja. Aber es ist gar kein Problem, das Ganze in den Sprachen zu erweitern. Das ist eigentlich sehr einfach bei Bedarf, da die Plattform eine sehr neue Architektur hat, ist das Einspielen der Sprachen, egal welcher Form, gar kein Thema. Das können wir leisten. Ja, jetzt gibt es hier noch eine Frage im Hinblick der Zielgruppe für diese Plattform. Sind es jetzt eindeutig nur Service Provider oder wäre das auch für größere Hotels oder Hotelketten interessant? Natürlich können das auch Hotels selber betreiben, gar kein Thema. Oder auch Hotelketten, die eine zentrale IT oder Service Management haben, können diese Plattform in ihrem Korpus quasi einsetzen. Gar kein Thema. Hier schließt sich direkt eine weitere Frage an, nämlich die Mandantenfähigkeit des Systems. Also kann beispielsweise innerhalb einer Kette das System entsprechend mandantenfähig gemacht werden, mit den entsprechenden Rechten ausgestattet. Natürlich, es ist komplett mandantenfähig gebaut. Also wir können das sehr fein tunen, wer was, wo, wie sehen, machen, können, darf. Wir haben ja auch die Situation, dass in manchen Hotels Remote-Zugriffe gar nicht möglich sind. Da gibt es dann Satellitensysteme, die vor Ort arbeiten. Da wir das System an anderer Stelle auch zum Beispiel bei Behörden in Produktion haben, ist das sowieso eine
Funktionalität, die wir von vornherein liefern. Ja, da gibt es einen weiteren interessanten Aspekt dazu, nämlich die Anwendung dieser Services, die möglicherweise von dem Service Provider kreiert werden. Letztendlich geht es ja darum, dass der Service Provider ja auch seine eigenen Ideen in den Services verwirklichen kann. Das heißt, er überlegt sich quasi ein neues Angebot für seine Hotels oder seine Kunden und entsprechend designt er einen Service für diese Kunden, stellt ihn auf die Plattform, kann festgelegt werden, wer auf diesen Service zugreift. Das heißt, kann das stark individualisiert werden. Er möchte natürlich nicht unbedingt, dass ein Service eben für alle Hotels zur Verfügung steht. Also grundsätzlich in der Grundfunktionalität ist es immer ein 1:1-Verhältnis vom Service Provider zu seinem Kunden. Ne? Grundsätzlich, das kann man erweitern, aber im Prinzip sieht sein Kunde immer nur ihn. Gut, und dann kommt natürlich logischerweise direkt die Frage im Anschluss, ob das Ganze SSO-fähig ist. Das heißt, die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, in den meisten Hotels und Hotelketten gibt es natürlich auch führende Systeme, die installiert sind. Es gibt, wenn wir beispielsweise ans PMS oder CRM denken, natürlich durchaus schon Plattformen, die dort etabliert sind. Mhm. Können wir uns in ein entsprechendes SSO reinhängen, beziehungsweise haben wir für unsere Plattform toolübergreifend SSO? Ja, Single Sign-On ist integriert und ist auch heutzutage notwendig, weil ich schätze, die digitalisierte Welt wird, wenn sie untergeht, an Passwort vergessen untergehen. Aber da haben wir ja Gott sei Dank unsere KI. Genau, die kennt dann alle Passworte. Ja. Genau, die am Ende alle Passwörter kennt. Nein, das war natürlich ein Scherz, aber zumindest den Prozess der Neugenerierung anstoßen kann. Ja. Gut, das waren zumindest, soweit ich das hier erkennen kann, die Fragen, wie gesagt, gerne noch mehr davon, sind ja durchaus interessant. Also gerade Fragen in Richtung der technischen Implementierung wird es natürlich sicherlich geben. Wir haben jetzt an 2, 3 Beispielen und Testcases auch die Installation ausprobiert. Wie gesagt, für die einfachen Dienste ist das Ganze sehr einfach. Es gab hier noch eine kurze Frage vorher. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, da nochmal genau drauf einzugehen, in welchem Umfang das für Hotelketten direkt auch interessant ist, dieses System. Es ist natürlich so, dass eine derartige Plattform nicht unbedingt für das kleine Hotel zum Goldenen Krug alleine den maximalen Sinn ergibt. Aber es ist natürlich so, dass in dem Moment, wo ich eine Kette habe oder mehrere größere Häuser betreibe, hier schon die Vorteile zum Tragen kommt. Wir haben auch einige Untersuchungen durchgeführt, die Auskunft darüber geben, inwieweit wir tatsächlich zum Beispiel die Anzahl von Tickets reduzieren können oder inwieweit der Field Service optimiert werden kann durch Vermeidung von Field Service Einsätzen auf der einen Seite. Und es ergibt sich natürlich auch ein Kostenvorteil, der ist im Rahmen von Statistiken allerdings schwer darstellbar im Bereich des SLA-Managements. Wenn ein Provider diese Plattform zur Verfügung steht, kann er letztendlich sich anbieten als der zentrale Provider für diese Hotelkette. Das hat noch ganz andere Implikationen, nämlich beispielsweise auch, dass letztendlich alle Verträge, die das Hotel mit Service-Providern hat, theoretisch über diese Plattform gemanagt werden können. Was wiederum bedeutet, dass der Provider, der die Plattform einsetzt, natürlich auch eine gewisse Performance-Übersicht der anderen Provider bekommt. Ein kritisches Thema, weiß ich, sehe ich auch in Anführungszeichen, aber die Möglichkeit ist halt da. Und das ist natürlich ein Mehrwert, ein Dienst, den ich auch dem Hotel zur Verfügung stellen kann. Also ich sage, wir können ja mal reinschauen, ob die entsprechenden technischen Services auch wirklich so laufen, wie sie laufen sollen. Genau. Gut, ich würde sagen, weitere Fragen laufen jetzt gerade im Moment nicht ein. Ja, dann herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Falls Sie noch Fragen haben oder uns kontaktieren möchten, die E-Mail-Adressen haben Sie hier, die werden Ihnen auch zugeschickt. Dann wünschen wir Ihnen noch einen weiterhin schönen Tag heute und sagen bis zum nächsten Mal. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Teilnahme und auf Wiedersehen. Tschüss.